Hallo zusammen, willkommen zu Stadtland Kunst. Falls Sie noch nie auf dem Mond waren, wird Sie unser Aufenthalt auf Lanzarote entschädigen. 300 Krater und erstarrte Lavaströme geben uns das Gefühl, zum Anbeginn der Welt zurückzukehren. Wie die Bewohner unter diesen Bedingungen leben, erfahren wir später. In Jordanien kochen wir am Rand der Wüste ein traditionelles Gericht der Beduinen. Mansaf ist geschmortes Lamm mit getrocknetem Joghurt. In Austin beschäftigt uns ein außergewöhnliches Verbrechen. Wir müssen herausfinden, wer versucht hat, diesen Baum zu ermorden. Die Eiche ist rund 600 Jahre alt. Warum ausgerechnet sie? Das ist die kuriose Geschichte. Im Rätsel geht es nicht um Mord, sondern um einen wenig umgänglichen Mann. Warum wollte ein Diktator der Dominikanischen Republik den Merengue zur Nationalmusik machen? Rafael Trujillo ist einer der schlimmsten Tyrannen Lateinamerikas. Als er 1930 an die Macht kommt, beschließt er, den Merengue zur Nationalmusik zu machen. Alle Orchester müssen ihn in ihr Repertoire aufnehmen. Warum, verrate ich Ihnen am Ende der Sendung. In Frankreich kennt das fast jeder. Touche pas à mon pote bedeutet, fass meinen Kumpel nicht an. Diesen antirassistischen Slogan haben in den 80er Jahren viele auf ihren Jacken oder Taschen getragen. Zur gleichen Zeit hat ein Sänger die Grenzen zwischen der algerischen Musik Raï und dem Rock gesprengt. Rachid Taha. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance. Mit diesem Lied werden Rachid Taha und seine Rockband Carte de Séjour in Frankreich bekannt. Der junge Sänger ist damals noch keine 20, covert einen Song von Charles Trenet aus dem Jahr 1943 und lässt dabei orientalische Klänge einfließen. In ganz Frankreich organisiert sich der Kampf gegen rassistische Diskriminierung. Und das Lied wird zum fröhlichen Antirassismus-Manifest und zur Hymne der sogenannten Migranten zweiter Generation. Mit der guten Laune-Musik sagen sie, auch wir sind in Frankreich zu Hause. Rachid Taha ist Frankreichs erster Rocker mit maghrebinischen Wurzeln. Die Geschichte der Band Carte de Séjour beginnt in einem kleinen Ort bei Lyon. Rieux-la-Pape ist eine typische Planstadt der 1970er Jahre. Kirchturm, Mietsiedlungen, Fabriken. Hier leben hauptsächlich Arbeiter, die aus dem Maghreb kommen. In diesem Umfeld lernt Rachid Taha die Brüder Mohtar und Mohamed Amini kennen, die in ihrer Freizeit Gitarre und Bass spielen. Tagsüber arbeiten sie in der Fabrik, abends träumen sie von Rock'n'Roll, Lederjacken und E-Gitarren. Rachid versucht sich als Sänger und Komponist und die drei gründen Carte de Séjour, auf Deutsch Aufenthaltsgenehmigung. Einige Monate später, im Sommer 1981, kommt es in Frankreich zu Unruhen und Krawallen aufgrund von hoher Arbeitslosigkeit, Polizeigewalt und Rassismus. In den Trabantenstädten im Osten von Lyon brodelt es. Während die Demonstranten ihrer Wut mit Molotow-Cocktails Luft machen, setzt Rachid lieber auf die Musik. Er erklärt, unsere Eltern waren Produktionsfaktoren, wir wollen Kreationsfaktoren sein. Rachid und seine Freunde von Carte de Séjour werden als Nichtsnutze, Gauner und Verbrecher bezeichnet. Das war das Vokabular zur Zeit der Autobrände. Aber sie drehen die Situation um und sagen, wir melden uns zu Wort. Wir sind die Stimme der Kinder der Einwanderer. Rückblickend wird diese Bewegung Mouvement Beurre genannt. Sie hat sich in der Kunst ausgedrückt. Rachid Taha erfindet die Ho-Ho-Sprache und singt über Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Sie spielen, was in den Medien arabischer Rock genannt wird. Und sie erfinden eine Art Mischsprache, die niemand wirklich spricht. Sie nennen sie Ho-Ho von Khuya, was Bruder bedeutet. Man könnte also sagen, es ist die Sprache der Cousins und die Sprache der Unterdrückten.
Und das Lied Chochomanie ging ungefähr so. Wer sagt, die Kalusch sind dubios? Kalusch heißt schwarzer Mann, das sind also die Schwarzen. Dann geht's weiter. Und von den Chocho gibt's zu viele. Die Chocho sind die Nachfahren der maghrebinischen Einwanderer. Ich finde es genial, dass das ein Sohn algerischer Migranten singt. Er nimmt die Beschimpfungen und kehrt sie um. So wird es ein fröhlicher Tanz mit authentischem Revolutionscharakter. Tanzt mit uns und feiert die Chochomanie. Venez célébrer la Chochomanie d'aujourd'hui. In Rieux-la-Pape hat Rachid Taha die Weichen für seine Musik gestellt. Und in Lyon verfeinert die Band dann ihr Repertoire. Damals gilt die Stadt als französische Hauptstadt des Rock. Lyon liegt am Zusammenfluss von Rhône und Saône und wurde von den Römern als Hauptstadt von Gallien gegründet. Vieles aus dem Mittelalter und der Renaissance ist bis heute erhalten. Doch Anfang der 1980er Jahre weht durch die typischen Passagen ein neuer, rebellischer Wind. Die Rue Mercière auf der Halbinsel von Lyon wird zum Zentrum der Freiheitsbewegung. Rue Mercière. Diese Straße hat alle jungen Leute angezogen. Jungs und Mädels. Aller Ethnien. Als in der Rue Mercière Nummer 64 das Bistro de Lyon eröffnet, erwacht das Viertel aus seinem Dornröschenschlaf. Die Eröffnung des Bistro de Lyon hat das Lyoner Nachtleben grundlegend verändert. Vorher war Lyon nach 22 Uhr immer wie ausgestorben. Es war richtig unheimlich. Und hier gab es dann Licht und Musik die ganze Nacht. Schnell eröffnen weitere Bars und traditionelle Restaurants. Rachid Taha ist ein Nachtschwärmer. Er zieht von Lokal zu Lokal und lebt diese Gegenkultur. Mit Partys und nächtlichen Diskussionen zwischen wetteifernden Intellektuellen. Er feilt an seinem Stil, interessiert sich für alles und entwickelt eine vielfältige und komplexe Persönlichkeit. Dadurch lernt er auch den Fotografen und Radiomacher Jean-Claude Chusseville kennen. Er war wie ein Pariser Gassenjunge, ein echter Titi Parisien in Lyon. Er redete frei nach Schnauze, nahm die Leute gern auf den Arm, lachte gern. Er hatte keine Komplexe, weil er Araber war. Er war selbstbewusst. Nur wenige Gehminuten von der Rue Mercière, auf der Saône-Seite der Stadt, treffen sich die Musikliebhaber damals wie heute in der Nähe des Justizpalastes. Der Plattenladen Boudingue ist seit fast 50 Jahren eine Institution der Gegenkultur. Hier findet man einfach alles, vom neuesten Album bis zum seltenen Sammlerstück. Und hier wird auch Rachid Taha fündig. Wer hierher kommt, sucht Bootlegs, Sammlerstücke, Seltsames, Rares. Das Boudingue ist keine Fabrik, die Neuheiten verschachert. Es ist eine Schatzgrube. Hallo Roland, na, wie geht's? Der Gründer des Ladens, Serge Boissat, erkennt das Potenzial der arabischen Rockband als erster. Und 1982 finanziert er mit seinem Musiklabel Mosquito ihre erste Maxi-Single. Als die Jungs von Carte de Séjour und Rachid Taha hierher kommen, sind auch viele andere da. Es herrscht reger Austausch. Man hört sich verschiedene Sachen an. Das große Idol war damals David Bowie. Bowie hat sie fasziniert. Das Interessante ist, dass Carte de Séjour anders ist. Sie sind Araber. Und so bringen sie etwas mit, das ungewohnt war. Es war seltsam, dass da ein Typ kommt und auf Arabisch singt. Das hat Drive und reißt die Leute mit. Wir waren ziemlich verblüfft. Die Musik von Carte de Séjour ist nämlich sehr persönlich.
In den 1980er Jahren spielen immer mehr freie Radiosender ausschließlich Musik. Zum Beispiel Radio Bellevue von Serge Boissard und Jean-Claude Chusville. Rachid Taha arbeitet ehrenamtlich mit. Es ist eine einmalige Chance für alternative Künstler. Mit all diesen jungen Künstlern haben sie die immense musikalische Vielfalt entdeckt. Es kamen Einflüsse aus Kingston auf Jamaika und Latino-Klänge aus Südamerika. Für die jungen Musiker wie Rachid und seine Band war das wie ein Studium. Es ist die beste Schule der Welt, weil sie ständig neue Sachen hören. In den höheren Lagen von Lyon trägt ein Viertel den Spitznamen der Hügel, der arbeitet. Auch das Leben in diesen engen, steilen Gassen wird vom frischen Wind aus der Altstadt ergriffen. Es entsteht ein neues Künstlerviertel. Kein Wunder, dass sich die Mitglieder von Carte de Séjour hier niederlassen. Jérôme Savy und Mortar Amini, Ex-Gitarrist und Bassist der Band, steigen die Treppen zum einstigen Proberaum hinauf. Das Gebäude steht mitten im Bermuda-Dreieck, wie sie diese Gegend scherzhaft nennen. Denn hier verschwindet man leicht mal, mitgerissen von der Atmosphäre des Viertels und dem Rausch, den sie häufig mit sich bringt. In diesen vier Straßen gab es viele Bars. Da war Le Moderne, Chinasser, das Theatercafé Lubu, Chez Fouad und das Restaurant Le Brasard. Es kamen sogar Leute aus Paris dahin, weil das Essen so gut war. Der Journalist Yves Mourousi hat hier gegessen, der Bürgermeister von Lyon und der Richter Fayard. Es ging hoch her. Der Proberaum ist für die jungen Araber außerdem ein Ort, an dem sie feiern können. Denn wie sie es in ihrem Lied La Moda beschreiben, werden sie in Clubs regelmäßig wegen ihres Aussehens abgewiesen. Was wir in La Moda beschreiben, war Realität. Aber wir machten eine Parodie daraus. Wir parodierten die Situation. Das heißt, wir erzählen, was ein Typ tut, damit er in die Disco gehen kann. Er setzt eine blonde Perücke auf. Er versucht, helles Make-up aufzutragen, damit er weiß genug ist, um vom Türsteher reingelassen zu werden. Darum geht es in La Moda. Um der Gesellschaft, die sie ablehnt, eine lange Nase zu drehen, nennen sie ihren Club voller Ironie der Abgewiesene. Wir organisierten Partys. Wir druckten 2-3 Zettel und kopierten sie 100-fach. An manchen Abenden waren 400 Leute da. Wir schenkten Getränke aus. Es war Party. Jeder hatte seine Rolle. Rachid legte Platten auf. Er war ziemlich gut als DJ. Ganz Croix-Rousse war da. Manche kamen sogar von der Halbinsel. Es war ein buntes Gemisch. Es kamen Leute aus allen Schichten. Heute befindet sich darin eine Gamer-Bar. Damals macht es dieser Probe- und Partyraum der Gruppe möglich, in der Kulturszene von Lyon Fuß zu fassen. 1986 schaffen sie ihren Durchbruch. Mit der Coverversion von Charles Trenet's Douce France wird die Band in ganz Frankreich bekannt. Wir gingen so gemächlich unseren Weg und dann, plötzlich, kannten uns alle, jung und alt. Alle wollten uns hören. Wir waren die Douce France Band. Der französische Premierminister Jacques Chirac stellt damals das Geburtsortsprinzip in Frage. Während die Nationalversammlung das Thema Staatsbürgerschaft debattiert, avanciert das urfranzösische Lied in der Version der Arab-Rocker zum Plädoyer für Gleichheit und Diversität. Wir haben auf der Place de la Concorde gespielt und Rachid erklärt, dass unser süßes Frankreich allen gehört. Wir sind hier und Punkt. Da braucht es keine Fußnoten und Erklärungen.
Das süße Frankreich ist, wie Jérôme sagt, süß, aber manchmal ist es auch herb. Unser Leben war nicht immer ein Zuckerschlecken. Kulturminister Jacques Lang und Charles Trenet persönlich verteilen die Schallplatte von Carte de Séjour an die Abgeordneten und protestieren damit gegen den Gesetzesentwurf. Die Migrantenkinder haben wirklich etwas bewegt. (1989) trennt sich die Band. Rachid Taha geht nach Paris und startet eine Solokarriere. Er lässt sich als Künstler in keine Schublade stecken und arbeitet bis zu seinem Tod 2018 daran, kulturelle und musikalische Barrieren einzureißen. Er und seine Bandkollegen ebnen den Künstlern der zweiten Generation und aller Folgenden den Weg, indem sie sie von Komplexen befreien. Rachid Taha war und ist Frankreichs erster arabischer Rocker. Und sein Motto lautet: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Rock'n'Roll. In Lyon befindet sich der Parc de la Tête d'Or. Er heißt so, weil dort einer Legende nach ein Kopf aus Gold versteckt sein soll. In kaum zu glauben, machen wir uns auf die Suche. Kennen Sie diesen französischen Ausdruck, goldene Eier haben? In Lyon ist ein anderer Teil der Anatomie aus Gold, nämlich der Kopf. Und zwar der Kopf, der sich im gleichnamigen Park versteckt, dem Parc de la Tête d'Or. Er befindet sich im Norden der Stadt, im 6. Arrondissement und ist einer der größten Stadtparks von Frankreich, 105 Hektar groß. Hier lässt sich also problemlos ein goldener Kopf verstecken. Aber wo ist er? Unter dem Velodrom? Unter dem Zoo, unter einem der 9000 Bäume, unter den Rosengärten oder den Gewächshäusern? Niemand weiß es. 1856 beschließt der Bürgermeister und Senator Claude Marius Weiss, einen Park anzulegen. Die Hygienebewegung befindet sich im Aufschwung. Die Einwohner Lyons brauchen Grünanlagen und die Canuts sollen beschäftigt werden. Sie arbeiteten in den Seidenwebereien. Nur die Seidenindustrie befindet sich im Niedergang und die Arbeiter haben einige Jahre zuvor rebelliert. Ein Aufstand, der an der Staatsspitze für Unmut gesorgt hat. Um diesen zu dämpfen, werden die Weber dazu verdonnert, die Erde mit der Spitzhacke zu bearbeiten. So kämpfen sich die Weber also durch ein riesiges Sumpfgebiet, das früher regelmäßig von der Rhone überschwemmt wurde. Sie graben und graben, bis eines Tages eine der Hacken auf etwas Hartes stößt. Sie graben ein bisschen weiter und siehe da, sie stoßen, so die Legende, auf einen goldenen Kopf, der vor langer Zeit von den Kreuzrittern hier versteckt wurde. Er stellt Christus dar. Der fängt an zu weinen, als er sieht, wie die Weber sich darum streiten, wer den Kopf behalten darf. Er weint so sehr, dass er den 16 Hektar großen See füllt und damit endet die Geschichte. Doch sie denken jetzt sicher, da stimmt doch was nicht. Was ist mit dem Kopf? Was ist daraus geworden? Es gibt im Französischen eine etwas saloppe Redensart, die besagt, dass sich jemand bereichert. Die Geschichte sagt es nicht, aber vielleicht hat sich jemand mit diesem Kopf goldene Eier verdient. Wie versprochen lade ich Sie nun auf die Kanaren und Ihre Vulkaninsel Lanzarote ein. Die Europäische Weltraumorganisation hat einige ihrer Besatzungsmitglieder dorthin geschickt, denn der Boden ähnelt dem auf dem Mond und dem Mars. Sind die Inselbewohner etwa Außerirdische, dass sie dort überleben können? Auf der Kanareninsel Lanzarote leben die Menschen seit 300 Jahren mit der ständigen Bedrohung durch aktive Vulkane. Über ein Viertel der Insel ist von erstarrten Lavaströmen bedeckt. Sie geben ihr das surreale Aussehen einer Mondlandschaft, verleihen ihren Einwohnern aber auch eine ganz besondere Kraft. Hier auf Lanzarote bezeichnen wir nicht nur die Krater, sondern das ganze Gebiet als Vulkan. Die Vulkanaktivität hat alles verändert und ist heute Teil unserer Identität. Verheerende Ausbrüche Mitte des 18. Jahrhunderts führen zu einer Hungersnot und schlagen die Bevölkerung in die Flucht. Auf engstem Raum muss sie sich neu erfinden.
Im Westen von Lanzarote liegt der Nationalpark Timanfaya mit seinen sanft gewellten Reliefs in Grau-, Braun- und Rottönen. Mehrere aufeinanderfolgende Ausbrüche innerhalb von 6 Jahren, zwischen 1730 und 1736, lassen die Landschaft versteinern und zu dieser stillen Szenerie erstarren. Hier sieht man deutlich die Verwerfungslinie, die durch die Ausbrüche entstanden ist, mit den aneinandergereihten Kegeln. Das von der Aktivität betroffene Gebiet war das fruchtbarste der Insel. Hier hat man Getreide angebaut. In den Dörfern wurde viel gefeiert. Man hat gelacht, gegessen und getrunken. Bis eines Tages das passierte, was manche für eine göttliche Strafe hielten. Mit dem Vulkanausbruch kam das Ende der Sorglosigkeit. So wurde es in den Kirchen gepredigt. Diese Geschichte wird seit Generationen weitererzählt. Ich weiß noch, dass ich als kleiner Junge hier gegraben und mit meinem Großvater gepicknickt habe. Er hat mir diese Legende erzählt. In seinem Tagebuch schreibt der Pfarrer der Gemeinde Jaisa: Am 1. September 1730 zwischen 9 und 10 Uhr abends tat sich in Timanfaya, 2 Meilen von Jaisa entfernt, die Erde auf. Ein riesiger Berg wuchs aus dem Schoß der Erde empor. Die Tragödie zerstört mehr als 800 Häuser. Unter den Füßen des Archäologen liegt ein Dutzend Dörfer begraben, die vom 1. September 1730 an verschüttet werden. Das Ganze kam völlig überraschend. Der erste Vulkan brach um 21:30 Uhr abends aus. Damals wussten die Menschen nicht einmal, was ein Vulkan ist. Zunächst haben sie das Getreide zusammengetragen und sind in Richtung Montenegro geflohen. Die Orte wurden mit Kamelen und Eseln evakuiert. Die ersten 19 Tage waren die schlimmsten. ...2000 Einwohner, fast die Hälfte der Insel, wandern auf die anderen Inseln des Archipels, teilweise sogar bis nach Südamerika aus. Der Lärm, der Schwefel und der ständige Ascheregen haben die Einwohner vertrieben. Aber das schlimmste Trauma war wohl, dass der Vulkan zwischendurch aufgehört hat und fast 3 Monate lang keine vulkanische Aktivität mehr zu verzeichnen war. Man wiegt sich dann in Sicherheit und versucht, sein Leben wieder aufzubauen. Ich habe von einer Frau gelesen, die viele Grundstücke gekauft hatte. 4 Tage später hatte der Vulkan alles wieder zerstört. Das war einer der schlimmsten Ausbrüche, obwohl es auf den Kanaren öfter starke und explosive Vulkanaktivitäten gab. Was die Dauer angeht, war es eine der längsten in der jüngeren Geschichte. 6 Jahre Ausbruchsgeschehen hinterlassen eine öde Landschaft. Doch die mit Flechten bedeckten Lavafelder sind keineswegs unfruchtbar. Man muss sich bewusst machen, dass es in dieser Welt größere Kräfte gibt als uns, mit denen wir aber leben, von denen wir lernen und an denen wir wachsen können. Eine Welt verschwindet, um einer anderen Platz zu machen. Eine Welt aus Stein, inmitten derer, wie durch ein Wunder, Pflanzen wachsen. Östlich des Nationalparks Timanfaya findet man den ältesten und größten Weinbaubetrieb der Kanaren. El Grifo ist ein 40 Hektar großer Weinberg in Familienbesitz. Hier verwüstet 1824 der vorerst letzte Ausbruch die Anbauflächen und Ernten und sorgt für eine schreckliche Hungersnot. Die wenigen verbliebenen Bauern finden heraus, wie sie ihre Anbaumethoden an den veränderten, nun mit Vulkanasche gedüngten Boden anpassen können. Hier sehen wir eine Art Sand, das ist Vulkanasche. Sie fällt nach einem Ausbruch wie Regen herab und bedeckt alles Land und die Pflanzen.
Vulkanasche ist sehr mineral- und nährstoffreich. Das ist aber nicht ihre einzige gute Eigenschaft, denn diese Sandschicht hält auch Feuchtigkeit zurück und verhindert tagsüber ihre Verdunstung. Sie nimmt Niederschlag auf und führt ihn tief ins Innere des Bodens. Verschiedene Anbaupflanzen wurden getestet. Die Bauern haben festgestellt, dass Weinreben hier sehr gut wachsen. Aber es gab auch einen kommerziellen Bedarf. In ganz Spanien herrschte damals ein Mangel an Branntwein. Auch das hat dazu beigetragen, dass auf Lanzarote Weinberge angelegt wurden. Für den Weinbau werden mit Vulkangestein kleine kreisförmige Mauern gebaut, die man Socos nennt. Sie umgeben die Rebstöcke und schützen sie vor den Passatwinden vom Atlantik. Diese originelle Idee verleiht der Landschaft von La Jeria etwas Einzigartiges. Die Mauern sind etwas ungleichmäßig, wie Sie hier oder auch oben sehen können. Wenn man versucht, feste, mit Mörtel verputzte Wände zu bauen, verhält sich der Wind sehr eigenartig. Er springt darüber hinweg. Hier wirken die Mauern wie Filter. Sie lassen den Wind durch und dämpfen ihn gleichzeitig. Das ist für die Pflanze sehr gut, weil sie belüftet wird und gleichzeitig Schädlinge und damit Umweltbelastung vermieden werden. Die Mauern sind ideale Begleiter. Knapp 100 Jahre nach dem Ausbruch erwecken die Vorfahren von Fermin auf vermeintlich unwirtlichem Terrain den Boden zu neuem Leben. Ich glaube, so eine Leidenschaft entsteht in der Kindheit. Von klein auf mussten wir im Sommer mitarbeiten und bei der Weinlese helfen. Ich denke, dass diese Erinnerungen zu meiner Begeisterung für diesen Beruf beigetragen haben. Heute erstrecken sich die Weinberge von La Jeria über fast 2000 Hektar. Um ihre Böden weiter zu verbessern, bauen die Winzer aus Steinbrüchen wie dem von Guatissa im Osten der Insel Asche ab. Fünfzig Jahre nach Stilllegung des Steinbruchs entstand hier ein Kakteengarten. Angelegt wurde er von dem Künstler César Manrique, einem Sohn des Landes und leidenschaftlichem Verfechter der Insel. Der Kakteengarten ist viel mehr als nur ein botanischer Garten. Stein und Pflanzen vereinen sich hier zu einem monumentalen Freiluftkunstwerk. Im 20. Jahrhundert hat man den Vulkan als Touristenattraktion beworben. Seitdem hat der Tourismus auf der Insel enorm zugenommen. Parallel zum Aufbau seiner Karriere als Maler hat sich César Manrique auch mit anderen Bereichen der Kunst auseinandergesetzt. Er hat zum Beispiel die Natur geformt, die für ihn ein lebendes Motiv war. Für ihn sind Kakteen Spielart von Skulpturen. Der Vulkan war für César Manrique eine Inspirationsquelle. Er verwendete eine Palette von Farben und Formen, die sich in all seinen Werken wiederfinden, zum Beispiel in Jameos del Agua oder dem Mirador del Rio. Binnen weniger Monate wurde der Steinbruch zu einem Amphitheater mit Sitzreihen aus Lavastein. Im Zentrum symbolisiert eine Reihe von Monolithen die frühere Vulkantätigkeit der Insel. Die Harmonie zwischen Kunst und Natur ist der Schlüssel zu diesem vollständig in die Landschaft integrierten Bauwerk. Der Garten beherbergt heute rund 1500 Kakteenarten und seltene Spezies aus Afrika, Mexiko und Ozeanien. In einer dermaßen verwüsteten Landschaft ist es, als würde das Leben neu erschaffen, als würde eine neue Landschaft entstehen.
Hier vermischen sich alle Farben. Es herrscht ein starker Kontrast zwischen dem Grün der Pflanzen und dem Schwarz und Rot der Erde, die aus vulkanischen Gebieten stammt. Auf den Spuren von César Manrique bringt Lanzarote viele Künstler hervor. Sie alle sind fasziniert von den extremen Landschaften und der Kraft, die von ihnen ausgeht. Ihre Werke sind von dem Feuermonster inspiriert, das im 18. Jahrhundert die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Als Ströme von glühender Lava zum Meer hinabflossen, formten sie eine ganz neue Landschaft. Eine der Malerinnen ist Rufina. Ihr Atelier ist komplett aus Vulkanstein gebaut. Rot ist reine Energie, so wie diese Insel. In der Malerei gibt es immer diesen krassen Kontrast zwischen der Dramatik, der heftigen Energie einerseits und andererseits der Schönheit, die daraus entsteht. Immer entwirft zuerst die Natur etwas und wir ahmen sie nach. Der Vulkan erleichtert uns letztendlich die Arbeit. Jeder Tag ist eine neue Inspiration. Es entsteht ein ständiger Dialog zwischen dem Menschen und Künstler und dem Vulkan. Der Stein wirkt unbeweglich und starr. Dabei ist er in ständiger Bewegung, genau wie unser Geist und unser Herz. Alles auf Lanzarote scheint diese packende Energie auszustrahlen. Das liegt sicher daran, dass die Insel mit ihren 300 Kratern, die ihre Silhouette so unverwechselbar machen, buchstäblich aus dem Meer gewachsen ist. Ab in die Küche. Heute haben wir Lust auf ein jordanisches Gericht. Deshalb treffen wir Zuzu in der jordanischen Hauptstadt. Zuzu muss Jamid für ihr Rezept finden. Sie erfahren gleich, was das ist. Heute bereiten wir Mansaft zu. Und kaufen dafür Jamid. Das ist eine sehr wichtige Zutat. Guten Tag. Tag, wie geht's? Sehr gut, danke. Wir brauchen eine große Kugel Jamid, um Mansaft zu machen. Wo ist das Jamid? Damit haben wir genug. Wir können also nach Hause zurück. Für ein gutes Mansaft braucht man Lammfleisch, 5 Gläser Reis, eine Kugel Jamid, geklärte Butter, Fladenbrot und Zwiebeln. Das reicht für 5 bis 6 Personen. Wir setzen das Fleisch auf, denn es muss 2 Stunden kochen. Das hier ist geklärte Butter. Wir setzen das Fleisch jetzt auf, denn es muss 2 Stunden kochen. Wenn es gutes Fleisch ist, braucht man keine Gewürze. Wir nennen es Jamid. Es ist eigentlich Leben, also Joghurt. Es wird in der Sonne getrocknet. So kann man es das ganze Jahr aufbewahren. Wenn man welches braucht, bricht man es auf, zerstößt es und verdünnt es mit heißem Wasser. Dann kocht man es zusammen mit dem Fleisch. Jetzt gießen wir das kochende Wasser auf das Jamid und lassen das Ganze 2 Stunden ruhen. Währenddessen bereiten wir den Reis für das Mansaft zu. Wir haben einen großen Löffel geklärte Butter hineingetan
Dazu kommt Pflanzenöl, denn die geklärte Butter allein hat einen sehr ausgeprägten Geschmack. Man bedeckt es vollständig mit Wasser, setzt den Deckel drauf und lässt es kochen. Das Fleisch ist gar, es ist Zeit, das Jamid darüber zu gießen. Mansaf ist ein Nationalgericht. Man erzählt, dass es von den Beduinen stammt, die in der Sahara lebten, in der Wüste. Ich nehme das Fladenbrot. Man muss es sorgfältig auslegen. Ja, mache ich doch. Dann gebe ich den Reis darauf. Dazu ein paar Pinienkerne. Fertig. Wir können das Gericht nun auftischen und genießen. Das ist Mansaf. Traditionell wird mit den Händen gegessen. So, man nimmt ein bisschen Fleisch, ein bisschen Reis und isst es so. Ja, so haben es die Beduinen gemacht. Man reicht es auch bei großen Ereignissen wie Hochzeiten, weil man es mit den Händen isst und man nun ja nicht viel Geschirr braucht. Schmeckt köstlich. Nun erzähle ich Ihnen von einem Mordanschlag in Austin mit einem Herbizid. Ja, einem Herbizid. Austin straft so manches Klischee über Texas Lügen. Die liberale und freizügige, grüne und baumbestandene Hauptstadt gleicht einer pulsierenden und schillernden Seifenblase im Herzen des konservativen Bundesstaates. Im Schatten der Wolkenkratzer des Stadtzentrums steht einer von Texas' berühmtesten Bäumen, Treaty Oak, die Vertragseiche. Unter ihren Ästen soll Stephen Austin, der Gründungsvater von Texas, einen Vertrag unterzeichnet haben, damit er gegen 1820 hier eine erste Kolonie gründen konnte. Hinter der Treaty Oak verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte. Nämlich ein unglaublicher Mordversuch. John Gedratis war in den 1980er Jahren Chefbaumpfleger der Stadt Austin. Und wie für viele Bewohner der Stadt war die Treaty Oak schon immer sein Lieblingsbaum. In den 1920er Jahren war die Treaty Oak von der Bauentwicklung bedroht, denn Grundstücke in der Stadtmitte sind teuer. Dann wurde 1937 dank öffentlicher und privater Spenden hier ein städtischer Park eingerichtet. Solange es den Baum gibt, wird er Treaty Oak Park heißen, ein Baum, der seinen eigenen Park hat. Im Lauf der Zeit wird der Treaty Oak Park zu einem Ort für Versammlungen und Festlichkeiten. Als ich 1987 meine Frau heiraten wollte, habe ich ihr unter der Treaty Oak einen Antrag gemacht. Genau hier bin ich niedergekniet. Der Baum ist ein Symbol für Kraft und Geschichte. Deshalb steht er für etwas Schönes, Bleibendes und für etwas, das die Zeit überdauert. 2 Jahre nach dem Heiratsantrag wird John von einem Stadtteilbewohner herbeigerufen. Der Eiche scheint es nicht gut zu gehen. Ich bin hierher gerannt und habe mir den Baum angeschaut. Die Blätter sahen seltsam aus. Zwischen den Adern war alles abgestorben und braun. Jedes Blatt war hinüber. Man sah deutlich, dass es eine chemische Reaktion war. Ein paar Tage später haben wir entdeckt, dass der Baum absichtlich vergiftet wurde. Mit einem Mittel, das Bäume tötet. Die Waffe ist ein starkes Herbizid namens Velpa. Der Eiche wurde eine 30-mal höhere Dosis verabreicht, als nötig gewesen wäre, um sie zu töten. Ganz Austin spricht von der Angelegenheit. Wird das Wahrzeichen der Stadt durch die Vergiftung eingehen? John wird beauftragt, den Baum zu retten. Eines Morgens bekommt er einen segensreichen Anruf von Ross Perot, einem texanischen Politiker. Ross war ein texanischer Milliardär, ein großer Patriot, der sich für die Geschichte von Texas begeisterte. Er hat mich angerufen und gesagt, John, tun Sie alles, um den Baum zu retten und schicken Sie mir die Rechnung. Ich hatte also einen Blankoscheck.
Als städtischer Angestellter hat man normalerweise ein kleines Budget und nie genug Geld. Also habe ich geantwortet, selbstverständlich, Sir, wir kümmern uns unverzüglich darum. John bringt eine Mannschaft von 20 Wissenschaftlern aus allen amerikanischen Bundesstaaten zusammen und macht sich an die Rettung der Treaty Oak. Dabei kann er auf umfassende Unterstützung durch die Bevölkerung zählen, denn die Vergiftung füllt die Titelseiten aller nationalen Zeitungen. Wir bekamen Postkarten aus Europa, Südamerika und Australien. Wir haben eine Plakatwand aufgestellt, wo die Leute gute Wünsche für den Baum anpinnen konnten. Werd schnell gesund. Wir sind traurig, dass dir das passiert ist. Manche haben auch Dosen mit Hühnersuppe abgestellt. Es gab sogar Heiler und Hexer aus Dallas, die in einer Limousine vorfuhren und eine Zeremonie abhielten, um negative Energien vom Baum abzuwenden. Die hiesige Polizei wiederum sucht den Baumörder, hat aber keine Fährte oder Indizien. Bis zu dem Tag, als der Hersteller des verwendeten Baumgifts eine 10.000 Dollar hohe Belohnung für auch nur den kleinsten Hinweis aussetzt. Eine Frau ist zur Polizei gekommen und hat gesagt, sie kenne den Schuldigen. Die Polizisten haben sie gefragt, ob sie bereit wäre, ein Mikrofon bei sich zu tragen, während sie mit dem Verdächtigen redet. Sie hat es akzeptiert, weil sie die Tat ablehnte und fand, der Täter sei ein schlechter Mensch. Also hat sie ihn mit einem Mikrofon bewaffnet, getroffen und er hat seine Tat zugegeben. Die Polizei hat ihn festgenommen und Spuren des Herbizids auf der Ladefläche seines Lasters gefunden. Der Schuldige ist Paul Stedman Cullen, ein etwa 40-jähriger Drogensüchtiger. Paul Stedman Cullen ist in den 1960er Jahren aufgewachsen und das war für ihn wohl keine gute Zeit, denn er hat massenhaft Drogen genommen. Er war verliebt in seine Suchtberaterin, aber naja, die Frau war ganz normal und hatte einen Verlobten und ein geordnetes Leben. Also ist er in die Bibliothek gegangen und hat ein Buch über schwarze Magie ausgeliehen. Und dann kam er hierher, hat einen magischen Kreis gezogen, damit der Baum stirbt. Er hat gedacht, dann würde auch seine Liebe zu der Suchtberaterin absterben. Da er früher schon wegen Einbruchs verurteilt worden war, riskiert Paul Stedman Cullen eine lebenslange Haftstrafe. Bei der texanischen Justiz war es damals wie beim Baseball. Bei drei Strikes bist du raus. Wenn du drei Verbrechen begangen hattest, bekamst du lebenslänglich. Für seinen Versuch, einen Baum zu vergiften, hätte Paul also sein ganzes Leben hinter Gitter kommen können. Nach texanischem Gesetz sind Eigentumsdelikte schwere Verbrechen. Dieser Mann hatte ein Eigentumsdelikt begangen, der Baum gehörte der Stadt. Es war also ein schweres Verbrechen. 1990 wird Paul Stedman Cullen wegen der Baumvergiftung zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Er kommt nach 3 Jahren frei und verlässt Texas in Richtung Kalifornien. Johns Mannschaft gibt für Kalium- und Saccharose-Injektionen über 100.000 Dollar aus, um den Baum zu retten. Trotzdem müssen sie den jahrhundertealten Baum um über 2/3 zurückschneiden. Diese historischen Relikte werden dann versteigert. Jeder wollte ein Stück von der Treaty Oak. Die Versteigerung hat 250.000 Dollar eingebracht. Eine Summe, die zur Pflanzung und Aufzucht neuer Bäume verwendet wurde. So hat man dank der Treaty Oak-Vergiftung im Laufe der Jahre über 80.000 Bäume in Austins Straßen gepflanzt. Stellen Sie sich das vor. 80.000 Bäume nur wegen der Vergiftung der Treaty Oak. So haben wir aus Zitronen Limonade gemacht. Die Bäume sind ein Symbol der Liebe. Und speziell dieser Baum bedeutet den Einwohnern von Austin sehr viel. Bevor wir uns verabschieden, versuchen wir uns im Merengue. Doch wissen Sie, warum ihn der Diktator Trujillo zur Nationalmusik der Dominikanischen Republik machen wollte? Er wollte sich als patriotischer Führer zeigen, obwohl er in Wirklichkeit den Amerikanern nahestand. Von 1916 bis 1924 besetzen die USA die Dominikanische Republik und werden von den Bewohnern gehasst. Trujillo steht aber unter dem Befehl des Weißen Hauses und will das mit dem knapp 200 Jahre alten dominikanischen Merengue vertuschen. Er kreiert sogar den Merengue-Salontanz, um die High Society anzusprechen. Trotzdem hat der Merengue nichts von seiner festlichen und populären Art verloren. Falls Sie mir Ihre Darbietungen schicken wollen, nur zu. A bientôt!